So, wir haben es geschafft, der Nico ist wieder da. Es geht weiter mit Hallo. Resident Evil. Und meinen miserablen Schusskünsten. Die haben sich seit dem letzten Teil nicht verbessert, ne? Es ist lustig, ich schieße ihm zweimal ins Gesicht, das tötet ihn nicht, aber wenn ich ihm das Genick breche, dann stirbt er. Und zwar sofort. Na gut. Okay. Ich sehe hier irgendwie keine Gegner, also laufen wir weiter. Wir müssen ja immer noch zum Peak Ass, diesem ominösen Treffpunkt. Und da ist ja der Nico schon wieder. Hallo Nico. Und da sind komische Butterflies. Butterflies? Ja, hier sind komische Schmetterlinge in der Luft. Ha. Los, kooperatives Tür eintreten. Okay. Zack. Wir passen da knapp fast durch die Tür, ne? Ja. Da ist der Schmetterling. Oh? Ah! Ja, das ist aber ein ziemlich hässlicher Schmetterling. Ja. Besonders, das sind denen seine Beine. Oh je. Gut. Oh, Feuer. Hui! Yay! Lauf! So, jetzt nochmal ein kurzer Recap für mich. Was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben hier böse Asiaten mit Masken abgeschossen. Ach ja, genau, das war das Problem. Wir wissen selber nicht viel mehr. Ja, das Problem ist, hier sind irgendwelche Leute, die sind, glaube ich, Zombies, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also sie sehen ziemlich nach Zombies aus, aber irgendwie können sie noch ziemlich gut Waffen verwenden und so ein Scheiß. Und sie verwandeln sich, wenn sie. Und sie verwandeln sich, wenn man ihnen ihre Gliedmaßen so ein bisschen nur abschießt. Und ich sehe irgendwie den Gegner nicht. Egal. Ich tritt einfach ein paar Kisten kaputt. Zack, zack. Ach ja. Wir brauchen schon einen Sniper in dem Häuserkampf, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich los! Oh Gott, der Typ hat seinen Masturbierarm jetzt an. Sein was? Oh, das. Ja, sein Arm für die Masturbation. Ach, komm schon! Krepiere, so. Alter, der Quickshot mit dem Sniper sieht so dumm aus. Und der Typ lebt hier noch, ne? Ich seh's. So. Jetzt ist er aber weg. Hoffentlich, ich meine. Er sieht für mich ziemlich weg aus. Ja, wenn sie anfangen, sich aufzulösen, ne? Ja, dann ist das meistens das. Sollte dafür meistens das Werk vollendet sein. Richtig. Aber ansonsten immer Double Tap, also lieber nochmal draufhauen. Merkt euch, Kinder, euer Essen ist erst dann tot, wenn es wirklich im Magen zersetzt wurde. So, ich glaube, jetzt kommen wir auch tatsächlich mal weiter. Tür eintreten und dann zum Peak Ass. Ja, weil wir wissen, was uns da erwartet. Das hier ist Peak Ass. Wow. Ein weiteres modriges Dach. Gut, dann werden wir uns jetzt ganz genau sagen, was passiert. Pff, Pause. Ja, komm, jetzt hier ein bisschen Training. Soll da jetzt nicht noch was wie Training? Na gut. Oh. Damn it. Licht. Unser einziger Feind. Warte, was? Das sind nicht unsere? Nein. Okay, man kann das Licht auch nicht ausschießen. Nee. Aber hey, es war doch irgendwie klar, hier sind noch irgendwelche Fässer und so am rumliegen. Irgendwie schon. Get to the Ace of Spades. Los, Kiste, tu deinen Job. Das war eine schöne Explosion. Ja, komm, Leute, bewegt euch. Wow. So. Ach, das war doch sowieso von Anfang an der Plan. Was war das gerade? Das war so ein Typ mit dem Masturbationsarm. Ja, ich kann irgendwie. Hier. Nimm ein paar Tic-Tac, Tic-Tac. Nimm ein paar Tic-Tacs. Ich find's immer noch super, wie du mich danach einfach immer fallen lässt. Ja, klar, dir geht's ja danach gut. Warum soll ich dir noch helfen? Ja, du bist ja nicht mein Captain oder mein Kamerad. Ach, nein. So. Aber hey, das gibt mir jetzt dadurch wieder die Situation, wieder ein bisschen Munition zu sammeln. Und den Leuten überall den Munition. Kopf wegzutreten. Und Erfahrungspunkte. Das kommt viel zu sehr vor. So, ich werde jetzt einfach in Deckung. Ich denke, das ist das Schlauste. Komm her. Oh, Karate-Move! Ich verstehe nicht, wieso wir das Licht nicht ausmachen können. Ich meine, ja, okay, das ist wahrscheinlich vollkommen unwichtig für die Zombies. Sie können wahrscheinlich durch die Dunkelheit sehen und sonst was, aber.
Oh, ich liebe es, wie immer Spiele selber merken, dass die Szene viel zu lange ist, aber es einfach dann trotzdem weiterlaufen lassen. Ja, leider. Ich meine, so, ja, wieso dauert das denn hier so lange? Ja, keine Ahnung, weil du... Das würden wir auch gerne wissen, ne? Ja. Weil ihr einfach alle dann... Oh, jetzt geht's weiter. Ja, weil das Licht ausgeschossen wurde, sind wir jetzt sicher. Okay. Was hat mich gerade getroffen? Nee, dich schon. Ich wurde wegen der Ladeszene, wurde ich von dem Dude mit den Macheten geschlagen. Okay, Tick-Tack. Jetzt auch mit Macheten schlägst. Tick-Tack. Komm, nimm dein Messer raus. Ich schuck ihn einfach runter. Oh shit. Oh, nein. Weg da! Ja, die Masturbationstypen sind hier überall. Ach Gott. Alles explodiert. Ich hab eigentlich gerade meinen eigenen Typ abgeschossen. Das finde ich jetzt ein bisschen traurig, aber irgendwie hat es dir nichts ausgemacht. Stipp. Komm, du bist auch tot. Alles in P. Habt ihr vielleicht ein bisschen Herbs hier, ihr beiden? Herbs? Ich weiß nicht. Nee, na, keiner von denen hat leider Herbs. Wo sind denn noch welche? Irgendwer muss noch am Leben sein. Die schießen noch. Hast du rote Herbs? Oh, wirklich? Ist er jetzt dann mal tot? Nein, jetzt aber. Nein. Haben wir es mal langsam? Okay. Oh, wir kriegen noch mehr Leute, guck mal. Das ist mal was Neues. Da seien sich Leute ab, die auf unserer Seite sind. Ja, das Problem ist, die werden wieder alle verrecken, Kevin. Ja, wahrscheinlich, aber egal. Eigentlich sollte das Spiel komplett Singleplayer sein, damit bloß keiner mit uns verreckt. Ja, das wäre sinnvoller, ne? Aber ja. Die lernen es halt auch nicht. Alles stirbt. Irgendwie. Ja, wir haben hier so ein Special Team mit zwei Leuten. Warum nicht die mehr? Die kommen zur Zeit ganz gut klar, aber wir schicken dir mal ein paar Leute, die vielleicht dazu noch sterben können. Okay, Geiseln retten. Oh, das können die Amis, ne? Commands Bombing. Gut. Messer raus. Naja, besser nicht. Wieso Messer raus? Egal. Ich hatte da jetzt Lust drauf. Oh, da sind ja schon wieder. Die Yakuza. Ja, das ist ein Häuserkampf, also Messer raus, ne? Ja, nicht die Yakuza, die Triaden. Bin ich froh. Ich liebe es. Alter! Von hinten schon wieder, oder was? Ja. Komm jetzt her. Zack. So, drei schöne schnelle Schüsse und den Typen mir auf den Boden gebracht und ihn mit meinem Waffenschaft in den Sack. Das gefällt mir. Aber das gehört sich doch nicht. Ja, bei Menschen nicht, aber bei Zombies sollte man doch schon... Ach, den wollte ich jetzt gerade hauen. Ja, der wurde gerade gehauen. Ich hab den seinen Knick gebrochen. Das ist ziemlich hart hauen. Was oh, komm! Immer dieses... Wenn man zwei Schüsse abkriegt, dann fällt er sofort um, Mann. Das ist doch scheiße. Oh ja. Scheiß drauf, dass du irgendwelche schnellen Projektile in die Brust geballert kriegst. Ja, Mann, das sind gefälligst Supersoldaten, Mann. Denn Chris Redfield ist der... Der fühlt keinen Schmerz. Der müsste eigentlich Indianer sein. Nein, der ist wahrscheinlich Plot-Twist auch ein Alien. Ja, ein Alien. Zombie. Das wäre mal ein Plot-Twist, ne? Bei Resident Evil 9 sind auf einmal Aliens. Ja. So. Das ist eigentlich ganz schön hier. Oh. Findest du wirklich? Ja, ich mag so asiatische Architektur. What the? Den habe ich gerade eben umgeworfen. Abstiegen, das ist ein Ghetto, verdammt. Nein, asiatische Architektur. Das ist trotzdem ein Ghetto. Ist doch egal, ob das ein Ghetto ist. Guck mal. Na bitte. Hau ihn um. Gut. So. Und Munition, das heißt hier schon gleich wieder ein Bossfight. Oder zumindest eine etwas... Hallo, Leute. Was zum... Hallo, warum Spinnen. Kann ich... Warum kann ich denn nicht schießen? Gott, war das... Okay, das Design ist irgendwie... PSX. Okay. Ja, was? War halt ein Raum voller Spinnen, Mann, das passiert schon mal. Nein, das waren Menschen, die Spinnenbeine hatten. Und halt so. Okay. Ich meine, wie haben die Leute das geschafft, diesen Virus so zu wenden, dass du am Ende zu einer Spinne wirst? Ich meine, am Ende wurde der Endboss im ersten Part zu einer fucking Schmeißfliege.
Ja, das passiert halt schon mal. So, kooperatives Tür eintreten. Ist das irgendwie so? Oh, oh, Achtung, jetzt kommt so eine Call of Duty-Szene. Ja. Nein, leider doch nicht. Was? Wieso leider nicht? Okay, yeah. Hinterher. What the... Alter! Was? Bleib gefälligst hier! Ja, kacke. Ich vermute mal, wenn wir die Geiseln treffen, ist Game Over. Deswegen schieße ich ja auch nicht. Alter, man kann die ja nicht mehr treten! Oh, und der andere Ferge zählt da jetzt wieder rum. Ey, was? Das war mitten in sein Gesicht, was... Warte, Alter. So. Akzeptieren wir einfach mal, dass das total lächerlich ist. Also ich habe jetzt eine Frau hier gerettet. Aha. Siehst du? Hat hervorragend funktioniert. Der schleppt sie sofort ab. Der ist voll der Player. Okay, okay, wo ist jetzt der andere? Müssen wir jetzt wieder hoch? Ja, natürlich. Oh Mann, das... Wieso ist hier Backtracking? Was soll denn das? Was... Wieso sind hier scheiß Spinnenmänner? Viel wichtiger war die Frage, was das gerade für ein seltsamer Move war, aber okay. Oh Gott, ich bin völlig falsch gelaufen. Ja. Wie kommt man denn hier wieder hoch? Ah. Du bist schon mal als Baumi, was das angeht. Ja, okay, ganz ehrlich, ich verlaufe mich wenigstens nicht auf einem geraden Gang. Ich verlaufe mich halt, wenn es 20 Gänge hat, die in dieselbe Richtung mehr oder weniger führen, aber dann doch nicht. Ja, ich dachte, du magst ja asiatische Architektur. Ich mag sie ja auch, ich verlaufe mich halt nur. Okay, das Effektivste gegen die Typen ist ein Quickshot. Okay. Du triffst die die... Ja gut. Mit einem Sniper zumindest. One-Hit und das Viech stirbt und du triffst die Geisel nicht. Also Easy Mode. Easy Mode, alles klar. Erdgeschoss. Jetzt wieder runter, oder was? Ja, wenn wir die Geiseln retten mussten. Wir sind hier nicht wie bei Counter-Strike Global Offensive, ne? Okay, wir haben zwei Geiseln. Ah, eine haben wir gerettet. Scheiße. Oh, muss reichen, ne? Ja. So, dann gehen wir jetzt mal runter. Okay, es geht nicht weiter runter. Sechster Stock tut's auch. Das ist close enough am Erdgeschoss, ne? Ich meine, es wird sowieso irgendwas explodieren und wir fallen runter. Ja, wahrscheinlich. Es ist zu wenig explodiert bis jetzt für das Spiel. Wobei, wir haben ein paar Fässer zur Explosion gebracht. Ja, das ist aber von uns gemacht und nicht geskriptet. Ja, das reicht doch. Nein. Gut, das muss aktiv explodieren. Oh, ein Aufzug. Da kann ja nichts schief gehen. Natürlich nicht. So, kooperatives Aufzugfahren. Ich habe noch nie kooperatives Aufzugfahren betrieben. Ich habe auch nie kooperativ die Tür eingetreten. In der echt. Okay, es ist... Aber ich würde es gerne mal tun. Ja, also, läuft doch super. Okay, ich fände es sowieso super, wenn wir einfach nur so 5 Minuten einfach nur in so einem Aufzug... Ja, jetzt müsste eigentlich zur Aufzugmusik kommen, so... Komm, wir bewegen uns jetzt einfach nicht. Aber wir sind ja nicht in Japan, wir sind ja in China. Hoch mit dir. So, viel Spaß alleine da oben. Ich bleib mal hier drin und... Ja, ich hab hier Kisten und du nicht. Ich hör noch ein bisschen fast Musik. Du kommst gefälligst mit, du Schwanz. Okay, es gibt genau eine kleine Position, wo es mir angeboten wird. Ja, ich meine, du kannst ja auch nicht unter dem... Oh mein Gott! Ich hätte den... Es ist völlig unmöglich, dass wir das überleben. Der Typ hat mitten auf uns drauf geschossen. Nein, er hat genau da in den Aufzug geschossen. Es macht zwar trotzdem nicht mehr Sinn, dass wir das überlebt haben, aber... Genau, was er gesagt hat. Oh ja, jetzt haben sie auch noch MGs oder was? Alles klar. Ja. Okay, habt ihr gerade einen Granatwerfer auf mich geschossen oder bin ich einfach nur so casual-mäßig? What the f... Ich weiß nicht, wer da schießt auf uns. Ich glaube, das sind Granaten. Von oben. Von dem Typen, der gerade noch mit Raketen auf uns geschossen hat, den hätten wir vielleicht vorher mal killen sollen. Ja, das kann sein. Das macht das nämlich hinter dir sind übrigens noch ein paar Kisten, ne? Hinter mir sind Kisten? Ja, ist er tot? Hinter dir sind Kisten. Cool. Oh yeah, okay. Hast du gesehen, ich bin drin. Jo, ich auch. Lass mal ein paar Tic-Tacs reingeben, weil man sollte immer... Ja, das ist jetzt aber schon irgendwie mehr ein Shooter als irgendwie Zombie. Ja, das war aber auch schon vorher klar, oder? Ja. So. Das ist irgendwie dieselbe Stelle wie in dieser Bombenfabrik in Resident Evil 5, weil auf einmal kommen da so Zombie-Guerillas mit AK, so, what?
Das passt irgendwie nicht so ganz, finde ich. Und der Typ wächst einfach mal so random einen zweiten Arm. Ja, der hatte, braucht auch noch einen zweiten Masturbationsarm. Ist doch kein Problem. Ja, man muss beidhändig arbeiten, ne? Ja, manche Leute brauchen das halt, anscheinend. Wusste ich bis gerade eben auch noch nicht, dass es das gibt. Ich muss den Mann sehen, der das braucht. Ich muss den ehrlich gesagt nicht sehen. Ich will ihn auch gar nicht sehen. Warum willst du den Mann nicht sehen? Hältst du den Mann für minderwertig oder was? Nein, ich halte ihn nur für seltsam. Warum? Oder ist er einfach nur gut bestückt? Ja. Dass es halt eine Hand nicht mehr tut. Warum kann ich den jetzt nicht hauen? Ich weiß nicht, weil der vielleicht so einen riesigen Arm hat. Ach. So, ich weiß nicht. Ich bräuchte mal einen Tic-Tac. So ein Arm zollt man Respekt. Ebenso wie dem Bär früher von den... Alter, deine Sniper! Wie die aussieht. Ja. Wie heißt das nochmal, das Antimaterie-Gewehr oder sowas? Ja. Das ist das Anti-Material Rifle. Sehr gut. Also ich zerstöre jede Art von Materie. Ja, weil du schießt mit Antimaterie, das ist schon... Ja, ich schieße eigentlich kleine Mini-Nukes. Also ich spalte Atome. Gab's das nicht auch bei Mass Effect, so ein Antimaterie-Gewehr? Es gab eine Art Mini-Atombomben. Ja, den schon. Das Atominenwerfer, keine Ahnung. Bist du eigentlich lang gelaufen? Ganz ehrlich, in den Codex... Halt's Maul. In dem Codex steht, dass es eigentlich nur eine reguläre Explosion ist, aber auf Fan hier wünschen, haben sie es zu einer Nuke-Explosionsartigen Kugel, wie auch immer man das nennt, aussehen lassen. Also die Raubdecke sieht aus wie so eine Nuke, aber es ist eigentlich nur eine ganz normale Explosion. Das ist halt Fanservice. Okay. Kevin. Ja. Wir müssen den Dude hier. Ready? Daneben! Pfeife! Da ist ja noch einer! Stirb! Auf 2 Meter Entfernung ist ein Sniper nicht so geil. Also finde zumindest ich. Ha! Hast du die Call of Duty gespielt? Ja, das gebe ich auch gerne zu. Hast auch nichts verpasst. Zack! Zumindest die alten Teile. Oh nein, er hat eine Machete! Oh, slow motion! Nur weil mein Sniper langsam erzielt hat seine Pistole. Jo, gib her raus, bevor die uns wegbomben. Müssen wir euch auf die Frau aufpassen oder kommt die schon mit uns? Der sieht... Hallo, Soldat Nummer 1. Was denn, Soldat Nummer 1? Oh! Ja, so, alles ist okay. Das war die Chris-Kampagne. Bestimmt. Jetzt, wir haben jetzt schon alles geschafft, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Oh nein! Der Eingang ist blockiert. Vielleicht rausrennen und nicht dumm rumlaufen? Ich wette, wir haben genug Granaten, um hier... Guck mal her! Guck mal, das ist eine scheiß Holzkiste. Eine Holzkiste. Wir haben Granaten. Nein, haben wir nicht. Ich habe eine Handgranate, ich habe 5 Stück davon. Gut, ich könnte den Scheiß einfach wegbomben. Ich hab ein Antimaterie-Gewehr. Kann ich die Scheiße einfach despawnen? Nein, lassen? Das reicht nicht. Los! Man will nicht hier sein, wenn die Amis wieder anfangen zu bombardieren. Richtig, wenn die ihre Freiheit übertragen. Ich frag mich eigentlich, wie das jetzt so politisch funktioniert. Naja, die Chinesen sind halt von Zombies überfallen worden und die Amis sagen dann, hey, wir haben hier ein bisschen Freiheit, wollt ihr was davon? Und dann sagen die Chinesen, warum nicht? Ich könnte auch einfach mal wetten, dass die Amis, das ist doch diese Spezialeinheit, wahrscheinlich haben die Chinesen die einfach angefordert, weißt du? So wie bei XCOM? So ähnlich wie bei XCOM, ja, dass die halt sagen, hier, okay, wir haben hier ein Problem, damit kommen wir nicht alleine zurecht, schickt mal eure Spezialisten. Cool, ich muss gar nicht selber kämpfen. Die Küche ist explodiert. Okay, ich muss nur eben die Musik ein bisschen leiser machen. Los! Schnell! Ach. Die epische Musik. Alter, mein Typ steht dran! zum Sprung bereit und gespannt. Los! 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 Ich weiß nicht mehr, wo du gerade bist. Nach oben, Mann! Hab ich also, wenn das jetzt ein Film wäre, wären wir jetzt schon längst draufgegangen, weil genau eigentlich... Ich hätte es genau zum Ende geschafft, wenn dann die riesen Explosion alles einhüllt. So, jetzt aber. wirklich? Wirklich? Ich glaube, du warst zu schnell. Wirklich? Was heißt hier zu schnell? Du bist dumm rumgestanden. Ja, aber ich glaube, wenn du... Wie kann man denn da bitte sterben?
Du bist gestorben, nicht ich, das ist dir schon bewusst, ne? Nein. Doch, natürlich warst du das. Du wurdest von den scheiß Zement-Dingern eingekratzt. Warum? Und warum hat sich dich erwischt? Du warst hinter mir. Ja, aber wahrscheinlich, weil da, wo du standest, dann... Ja, dann jetzt vielleicht einfach mal nicht dumm stehen bleiben, sondern einfach mal weiterlaufen. Ja. Hier geht's doch hoch, Mann. Na, da war ich ja auch. Ja, was ist denn das Problem? Da warst du doch schon fast da. Hier ja. Bricht jetzt alles zusammen, dann jetzt rechts rum und dann bist du immer noch da. Ja, ich bin jetzt hier über diesen Balken gelaufen, dann ist da was. Bist du jetzt nicht hinter mir? Wo läufst du denn hin? Hier. Ich lauf doch hinterher. Jetzt aber. Oh Gott. Siehst du, deswegen bist du gestorben. Nein, deswegen bin ich nicht gestorben. Ich stand schon längst hier. Ach was. Ich stand genau in der Position. So, jetzt aber. Ja. Ich möchte bitte das Klischee, dass die Raue... Genau das! Genau hinter ihnen der Feuerball. Aber hey, wenigstens gucken sie nicht zurück. Natürlich nicht. Cool Geister und Wicked Explosions. Mhm. Achtung, Achtung, jetzt kommt wieder irgendein dummer Spruch von wegen, ja, heißes State oder sowas. Warte. Na? Los! Spannung. Epischer One-Liner. Wo sind eigentlich alle anderen? Warte, es kommt gleich. Ja, Zerstörung. Oh. Was zur Hölle sind das für Dinger? Ich hab keine Ahnung. Ich warte jetzt noch gerade auf die One-Liner. Die haben bestimmt... Oh, das sieht aus wie Cthulhu. So ein bisschen. Tja, Kevin. Dein Typ ist irgendwie nicht mental stabil, kann das sein? Nee, vor allem... Warum bringt er jetzt keinen One-Liner? Das finde ich jetzt sehr schade. Nein! Ich glaube, du bist verrückt. Finn. Huckleberry Finn. Das war dein One-Liner. Schade, ich habe jetzt eigentlich gehofft, die bringen noch irgendeinen dummen Spruch, aber jetzt machen sie es natürlich ein bisschen ernster. Gut! Wir haben tatsächlich das erste Kapitel der zweiten Story geschafft. Mhm. Irgendwie. Ja. Dann machen wir da weiter. Ich will jetzt mal sehen, ob Chris einfach mal... Ob die One-Liner wieder kommen und ich möchte sehen, ob Chris vollends durchdreht. Bis zum nächsten Mal.